Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Minecraft Textit hier am Minecraft Monday. Und ihr fragt euch sicherlich, hä, wir waren letzte Folge in der Hölle, warum sind wir da nicht mehr? Einfach aus Zeitgründen, da wir gerade in der City War Vorbereitung sind von einem neuen Projekt, was nächste Woche startet. Morgen kommt übrigens der Trailer dazu. So viel sei schon mal gesagt für den Anfang. Gerade in der Vorbereitung und da bin ich auch krasse Sachen am machen. Und ich bin jetzt mal offscreen rausgegangen, habe mich hochgegraben, habe dann ein Höllenportal angezündet und bin dann mit den Spiegeln hierher gekommen. Und zwar, ich wollte die Witter-Skelette Knochen, ne? Und wir hätten entweder jetzt eine Dungeon suchen können, da habe ich mich schon informiert, oder wir machen etwas viel cooleres. Und zwar machen wir jetzt hier mal ein Kreuz hin. Da kommt die Mitte ein Glowstone. Dann Netherrack und dann habe ich mir noch Endstone gemacht. Das habe ich euch schon mal gezeigt, wie das geht. Mit Tinker's Construct habe ich noch ein bisschen Endstone gemacht. Und das platzieren wir jetzt hier so außenrum. So, weil es. War das so? Irgendwas fehlt jetzt gerade. So, so war das richtig. Dann platzieren wir den Endstone hier außenrum. So. Und dann müssten wir etwas bekommen. Hier ist ein Diamant dahin gemacht. Oder auch nicht. So, ich habe was falsch gemacht. Wir müssen Rechtsklick hier auf den Closed setzen. So, und dann bekommt man nämlich diesen Soul Shard hier raus. Ich habe vergessen, nicht werfen, das ist so wie bei dem Twilight Force, sondern einfach rechts hier auf den Glowstone. Dann bekommen wir hier diesen Soul Shard hier. Damit gehe ich jetzt schon offscreen ein paar Skelette töten, ganze 64 Stück. Das wird etwas Zeit kosten, aber einfach, dass die Folge dann wieder nicht zu lang wird, dass sie heute noch kommt. Das tut mir leid, die wird heute etwas kürzer. Den Endstone nehme ich natürlich gerne wieder mit. Mache ich das schon offscreen und dann sehen wir uns gleich wieder und dann seht ihr, was ich damit Schönes vorhab. Gut, warte, ich platziere das hier gerade noch hin. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns nach einem kleinen Cut gleich wieder. Bis gleich. So, da sind wir wieder. Ich habe jetzt hier ganze 68 Skelette getötet. Das reicht auf jeden Fall. Und jetzt brauchen wir etwas Eisen. Da haben wir schon etwas Eisen. Aber wir brauchen noch ein bisschen mehr. Und damit craften wir uns nämlich das letzte Puzzlestück quasi dafür. Ich guck mal, ob das jetzt reicht. Wie war das? War das so? Ja. Nämlich so. Und dann machen wir hier einmal diese Gitter außenrum. Dann bekommen wir nämlich einen sogenannten Soul Cage. So. Und das müssen wir jetzt einfach in die Hölle bringen. Und vorher würde ich sagen, lernen wir mal ein bisschen unser Inventar. Nur so ein bisschen, dass wir ein bisschen Platz haben. Güter nehme ich jetzt mal immer mit. So, das kann weg. Das da. Das hier. Schokopedia nehme ich auch mal besser mit. Und sonst, das hier kann noch weg. Gut, Rot nehmen wir mal dahin, also Soul Shard und Soul Cage brauchen wir jetzt hier. Und damit gehen wir jetzt in die Hölle. Aber vorher wollte ich noch meine Brust hier reparieren. Das wäre gar nicht mal so schlecht. Können wir jetzt einfach mal so. Wir haben ja genug Level. So. Okay. Und damit können wir uns nämlich jetzt selbst quasi einen Wither Spawner bauen in der Hölle. Das ist eigentlich ganz praktisch. Und ja, alles andere wäre jetzt viel zu umständlich. Und ich konnte euch jetzt noch mal wieder ein bisschen was Neues von Hexe zeigen. Ich kann euch das auch vielleicht noch mal irgendwann umfangreicher zeigen, wenn ich mal hier Zeit habe nochmal. Etwas mehr, aber es ist gerade leider total super stressig, tut mir super leid. Aber dafür freut euch auf dieses Projekt, das wird super schön. Und das geht ja auch nächste Woche schon los, wie ich schon gerade eben am Anfang erzählt habe. Und da bin ich gerade noch dem Trailer arbeiten und so. Euch hole ich auch noch hier raus, versprochen, irgendwie, wahrscheinlich sogar, es gibt, glaube ich, eine Möglichkeit, so ähnlich wie hier mit den Soul Cages, können wir das auch hier mit den Schokobos machen. Aber ich bin, da bin ich mir noch nicht so sicher, wie ich das hinbekomme. Es geht auch, glaube ich, mit diesen Dimensionstüren. Ah, das kriegen wir hin. Das glaube ich einfach, das kriegen wir hin. So, ich überlege gerade, wo bauen wir jetzt unseren Spawner hin? Das ist die gute Frage der Fragen. Einfach würde ich sagen, dass wir den hier hinbauen. Und wir können später im Nachhinein immer noch hier was außen rum bauen. So. Und zwar den Soul Cage hin, dann restlich mit dem Soul Shard. Das klappt schon wieder nicht. Och Leute, was klappt denn jetzt schon wieder nicht? Ganz ehrlich. Irgendwas mobbt mich hier. Moment, kleinen Cut. So, wir haben nämlich noch was kurzes gebraucht und zwar haben wir noch einen Schalter gebraucht und jetzt klappt das Ganze auch und das seht ihr schon, da unten sind die ersten Mitterskelette. Keine Ahnung, warum das so gehangen hat bei mir, also warum das jetzt nicht so geklappt hat auf Anhieb. Obwohl ich mir jetzt ein bisschen anders erst durchgelesen hatte. Oh nein, ich habe gerade einen Zombie-Pigman getötet. Ach scheiße.
Ja gut, ne? Das war das Ganze. Das war jetzt zwar nicht Sinn und Zweck dieser ganzen Mission, ne? Aber. Okay. Ich hoffe, ihr seid mir jetzt nicht alle böse. So, aber das Wichtigste ist, wir kriegen jetzt hier wieder Skelette. Und das ist das, was wir brauchen. Nur so einen Masterplan hier zu vollenden. Sofern wir dann das welche bekommen. Ich weiß nicht, ob das jetzt selten ist, dass sie. Ich glaube, es ist relativ selten, dass sie die droppen. Kohle und normale Knochen, die wollte ich nicht haben. Hm. Warum greife ich die jetzt nochmal? Bin ich gerade voll blöd? Ups. Ah, da. Da haben wir einen Necrotic Bone. Okay. Es scheint auf jeden Fall seltener zu sein, dass die welche droppen. Okay. Man sieht ja jetzt so ein Skelett jetzt drin. War das jetzt richtig oder so? Ich weiß gerade, wie es richtig eingestellt war. auf jeden Fall haben wir jetzt einen bekommen und einer reicht jetzt schon, um ein Miniaturding quasi zu machen. Und ja, ich wollte gerade sagen, ich höre gerade hinter mir, sind wieder neue gespawnt. Gerade wollte ich sagen. Okay, und da ist einfach Zauberte, aber der kann es nichts Besonderes, glaube ich. Also, er macht mir, glaube ich, schon ein bisschen mehr Schaden. Okay, und der hat hier. Das brauchen wir aber eigentlich nicht. Aber ihr seht, es klappt auf jeden Fall. Und hier können wir dann irgendwie noch eine Farm draus basteln, rein theoretisch. Und ihr seht, es sind nicht nur wieder Skelette, die da kommen, da kommen auch normale, leider. Also das ist halt der Vorteil bei einem normalen Spawner, dass halt nicht nur Skelette, also dass da halt nur Witter-Skelette kommen. Das ist an sich halt cooler. Aber so geht das, finde ich, denke ich, auch ganz gut. Ich muss halt immer, glaube ich, schon den Chunky ein bisschen neu laden. Dass es dann immer wieder neu spawnt. Und so kriegen wir jetzt nach und nach unsere Miniaturherzen voll. Also unsere Extraherzen. Das Problem ist halt, wir müssen natürlich auch wieder Miniaturherzen finden, um das dann quasi effektiver voller zu machen. Und außerdem glaube ich, dass hier gerade zu viele andere Mobs in der Gegend sind, deshalb so wenig spawnt. Deshalb töten wir die mal still und heimlich. Still und heimlich. So, da kommen wieder welche. Diesmal drei direkt. Vielleicht haben wir diesmal mehr Glück, dass die wieder einen droppen. Diesmal haben wir wieder einen, okay. Dann, ich glaube, wir können auch nur zwei erstmal machen, gell? Ich würde sagen, lassen wir das erstmal hier. Und dann gehen wir mal zurück. Und schauen mal, wie es jetzt aussieht, wenn wir uns. So, welche Crafts und Shopper, wie schnell wir jetzt wieder 10 Level voll bekommen haben. Wahnsinn. Also eine Level-Farm haben wir quasi damit auch noch. Eine sehr gute sogar. Wenn wir es dann noch ein bisschen weiter ausbauen, dann wird das auf jeden Fall. Da gibt es auf jeden Fall eine coole Taktik in Hexit mit diesen Aufladschwertern. Und so Pistons, was man da machen kann. Ich würde sagen, was wir jetzt erstmal machen, das haben wir nämlich schon ganz lange nicht mehr gemacht. Wir gehen uns mal schlafen legen. Ganz ruhig. Nein, auf jeden Fall können wir uns eine coole XP-Farm quasi draus machen. Wenn wir in Zeiten Lust dazu hätten. Ich weiß nicht, ob ich es mache. Mal schauen. Aber das erste Ziel ist jetzt erstmal dann noch die Schokobos rauszubekommen. So. Wir haben jetzt hier die Jules Apples. Dann nehmen wir mal zwei Stück. Ja, oh, wir können sogar drei Miniaturen verkraften. Okay. Wir nehmen trotzdem jetzt erstmal zwei. Und dann nehmen wir noch hier zwei von diesen Empty Kanistern. Und unsere zwei Knochen hier. Und die setzen wir jetzt alle zusammen in der Werkbank hier. Und dann erhalten wir unsere Herzkanister. Zack. Richtig cool. Diese Herzkanister müssen jetzt hier auf diese Brust gehen und dann platzieren wir die hier gerade hier rein. Hier haben unsere übrigens Carrying, die können wir noch für was ganz anderes benutzen. Jetzt müssten sich eigentlich die Herzen aufladen. Ja, genau. Ihr seht da unten jetzt hier, da laden sich unsere Herzen auf. Und jetzt haben wir extra Leben. Ja gut, wir können eigentlich noch. Gut, das können wir eigentlich in der nächsten Höllenfolge machen, wenn wir dann wieder in die Hölle gehen. Ich repariere mal kurz das hier noch. So. Level haben wir jetzt auch genug, also wenn wir wollen, können wir da relativ schnell Level bekommen. Da wir jetzt einen Spawner haben. Also finde ich ganz cool, das könnt ihr übrigens mit jedem Spawner machen. Also ihr könnt jedes Tier 64 Mal töten und dann habt ihr quasi einen Spawner davon. Also wenn wir rein theoretisch. Das ist natürlich ein bisschen überdimensional, aber wenn wir 64 lilane Schokobos haben und die 64 mal töten, dann bekommen wir einen lila Schokobo-Spawner, rein theoretisch. Ich habe das nicht ausprobiert, aber von der Theorie her müsste es eigentlich auch gehen. Ihr könnt mich gerne verbessern, wenn es nicht so ist. In der letzten Folge hat übrigens auch jemand geschrieben, ich habe da so gesagt, ja, die lilane Schokobos sind die seltensten, das seltenste so, was man hier in Hexit finden kann. Ich guck mal kurz. Wer das kurz gemacht, also wer dieses Kommentar geschrieben hat, kann ich nämlich gleich mal hier namentlich erwähnen. Er hat nämlich geschrieben, wartet mal. Geht ganz schnell. Wenn jetzt jemand schon mal sowas schreibt und da habe ich mich wirklich vertan. Es ist, zwar auf meiner Sicht war es halt erstmal das Seltenste, aber daran habe ich in dem Moment gar nicht gedacht. Es gibt nämlich eine OP-Waffe hier in diesem Spiel in Hexit.
Und zwar ZockerLP hat geschrieben, nicht das seltenste, das seltenste ist die Waffe Ban of Picks. Und das stimmt auf jeden Fall. Ich weiß nicht, ob man die hier finden kann. In dem Ding hier. Weiß ich gerade nicht. Ban of, doch da. Die Ban of Picks hier. Und sie ist einfach so OP, diese Waffe. Sie macht einfach unendlich viel Schaden. Unendlich auch wieder relativ, aber sie macht auf jeden Fall jeden Gegner One-Hit. Jeden. Ein Enderdrache, die Hydra, also diese Waffe würde einfach alles One-Hitten, wie es nur geht. Ist zwar ein bisschen langweilig, finde ich, damit zu spielen, aber an sich eine richtig coole Sache. Und die kann man finden in Dungeons. Und ist einfach super selten, dass man sie findet. Also wenn die finden würden, wäre schon cool. Ich würde sie zwar nicht benutzen für jetzt irgendwelche Kämpfe, weil es einfach total sinnlos wäre, so von wegen. Zack. Ja gut, das war der Endgegner. Wäre ein bisschen langweilig, glaube ich. Also würde ich jetzt einfach mal so sagen. Ja, das war auf jeden Fall das Seltenste. Wir haben jetzt die Miniaturherzen gemacht. So, dann nächste Folge. Wir können es schon mal darauf ein bisschen vorbereiten, weil ich brauche diese Türen hier, die hier. Ich weiß auch nicht, was diese Folge los ist. Also, voll die Chaos-Folge heute, tut mir leid. Ich weiß nicht, ob ihr es jetzt gerade gemerkt habt, war noch mal ein kurzer Schnitt drin gewesen. So, und zwar, was brauchen wir denn alles für diese Türen? Door. Wir brauchen diese. Brauchen wir diese Anzahl? Ne, die hier, die wir. Dafür brauchen wir einfach Eisentüren und Enderperlen, okay. Und dann brauchen wir noch so ein. War das? Stable Fabric? Ich weiß nicht, ob wir das hier noch brauchen, hier, dieses Stable Fabric. Wir brauchen auf jeden Fall noch sowas anderes, so ein Markierer. Ah, wie hieß denn der? Ich glaube, das war dieses Stable Fabric, ich bin mir gerade nicht sicher. Das werden wir aber bis zur nächsten Folge auf jeden Fall hinbekommen. In der nächsten Folge ist auch wahrscheinlich noch ein Gast bei mir, der Elias. Von Flashlight TV, der wird hier aber dabei sein. Dann werden wir über ein paar Sachen reden von City War, weil es ja am selben Tag dann losgeht. Am 1. Dezember kommt die erste Folge, offiziell, so ist es momentan geplant. So, haben wir denn Enderperlen? Wahrscheinlich haben wir keine einzige. Das kann ich auf jeden Fall schon mal mitnehmen. Aber Enderperlen, ich weiß nicht, so viele Endermänner kann ich mich nicht daran erinnern, dass wir welche getötet hätten. Könnte ich mich nicht daran erinnern, aber kann ja trotzdem sein, ne? Also. Dass wir welche gefunden haben oder sowas. Aber sieht schlecht aus. Wir dürfen Endermänner töten gehen, glaube ich, ja. Tatsächlich. Okay. Dann, würde ich sagen, tut mir leid für diese Chaos-Folge. Ist ja wirklich sehr. Ja, sie war wirklich voller Chaos und Hektik. Und sie war etwas kürzer als die. Dafür war die letzte ja richtig lange, die ging eine halbe Stunde lang. Also, das war ja, glaube ich, die längste Folge, letzte Folge, die ich hier hatte hier in dem Projekt. Und von daher würde ich sagen, wie auch so oft verabschiede ich mich hier auf diesem Dach, was wir hoffentlich irgendwann mal zu Ende bauen, was dann schöner aussehen lässt. Ist nämlich schon fast wieder ein ganzes Jahr wieder ein Hexetier vorbeigegangen und es war ja nicht das erste Jahr, das jetzt vorbeigeht. Schon krass, wie lange dieses Projekt schon geht, oder? Und ja, ich würde bedanken fürs Zusehen, während ich hier mal hier hochgehen und wir uns die Insel von oben mehr oder weniger anschauen konnten. Gut. Wir sehen uns nächsten Montag wieder oder diesen Mittwoch in der Folge von Outlast. Bis dahin, ciao, euer Mystery.